over. Hallo und herzlich willkommen damit zu Autobahnraser 4. Wie ich ja am Ende von Autobahnraser 2 angekündigt habe, möchte ich ja gerne die Autobahnraser-Reihe durchspielen. Allerdings kriege ich Autobahnraser 3 einfach nicht zum Laufen. Sobald ich das zum Laufen bekomme, wird es natürlich nachgereicht. Dieses Spiel will ich aber jetzt nicht so machen wie Autobahnraser 2, jede Strecke eine Folge, sondern halt wie mein anderes Let's Play. So, in 15 Minuten folgen und dann verfolge halt meinen Stand der Dinge. Und ich habe dieses Spiel eigentlich noch gar nicht sozusagen angezockt, schon eine ganze Weile her. Deswegen kann es auch sein, dass ich noch einige Dinge vergessen habe, aber jetzt genug geschwafelt, gehen wir jetzt einfach mal ins Rennen und dann nehmen wir den Wettkampf. Hier, wie ihr seht, habe ich noch nichts angefangen, also geben wir einfach mal den Namen ein. Und zwar, da ich ja spielen mit Mylos, oder nur Spiel, doch spielen mit Mylos. Die RPGs habe ich ja jetzt weggelassen, also es werden vor allem RPGs, MMOs und so weiter kommen, aber auch eben ein paar andere Spiele wie Autobahn Racer. Und deswegen habe ich das RPG jetzt erstmal weggelassen. Kann man ja, ist ja durchaus legitim. So, und jetzt müssen wir uns noch den Fahrer auswählen. Was haben wir denn hier? Den Manfred, der ist berufter Bauer. Dann haben wir den Klaus, der ist Bankier, den Jens, der ist Journalist, den Thomas, Musiker und die Julia ist Schauspielerin. Und der Eihan, der ist Softwareentwickler, nicht schlecht. Und dann kommen wir mal wieder zu Manfred. So. Zwischen Klaus und Manfred besteht vom Wagen kein Unterschied her. Was haben wir denn hier? Der Jens hat eine. Hat nicht so gute Bremsen wie die beiden. Dafür hat er halt eine hohe Geschwindigkeit und die Beschleunigung ist gleich. Ein bisschen weniger Robustheit. Dann haben wir noch den Thomas, der hat höhere Robustheit, schlechtere Straßenlage als der Jens. Und dann hätten wir noch die Julia, die eine gute Beschleunigung, eine gute Geschwindigkeit hat. Aber ich bin ja eher, achso, das ist dann die Amateur und Profi, aber Anfänger ist doch eigentlich Amateur. Na, dann machen wir es mal mit Anfänger und ich nehme mal den Bauern. Ja. Ach nee, das war die Mitte. Ach so, okay, nee, dann nehmen wir noch. Dann nehme ich natürlich die Julia. Oder nehme ich den Softwareentwicklerin. Aber ich nehme mal eine Frau. Ich habe die hat zwar eine schlechte, nicht so eine gute Straßenlage, aber die hat eine gute Beschleunigung und gute Geschwindigkeit. Und darauf kommt es hier doch, denke ich mal, an. Und wir nehmen natürlich, weil ich ein Racing Noob bin, auf einfach. Und Spiel auswählen, sage ich mal, da ganz einfach. Willkommen beim Berlin, beim Rennen, beim Berlin, na klar. Berlin-München, 0 von 30 Punkten. Braucht 10 Punkte, um einen Deutschland-Wettkampf zu qualifizieren. Das kriegt man doch, denke ich mal, hin. Na dann, Berlin, Sonnenwetter, wir haben sonnig und aber neblig. Naja, mein Gott, und Uhrzeit 7 Uhr, ah, jetzt also auch mit Uhrzeit. Ah, Tuning 3000 brauchen wir dafür. Okay, aber wir kriegen ja ein bisschen Geld, aber ich kann mich irgendwie dran erinnern, dass wir auch Geld auf der Straße einsammeln konnten. Das ist dann so einfach auf der Straße da. Das ist ein bisschen anders gestrickt als Autobahnraser 2, was ich dann nicht mehr so gut finde. Mal sehen, wie jetzt die, die Karte sozusagen aussieht. Nitro habe ich ja auch noch nicht. Genau, da liegt das Geld rum. Ah, da hätte ich. Also das Fahrverhalten macht ja nicht so wirklich Spaß. Und man hört auch nicht wirklich Sounds. Da muss ich dann nochmal in den Soundeinstellungen gucken. Na, was lacht denn die Wetterkröte für morgen? Berlin bleibt unter wechselhaftem Wettereinfluss. Ab und zu muss mit Schauern gerechnet werden, doch die meiste Zeit bleibt trocken. Die Temperaturen pendeln zwischen 17 und 20 Grad. Aha, tja, okay. In the City. Entweder haben sie hier die Fahrtsounds alle vergessen. Ich habe keine Ahnung, was hier. Also ich höre es zumindest nicht. Hier kommt Polizei. Ich höre irgendwie überhaupt keine Sounds. Moment, das müssen wir gleich mal in den, ja, sammeln wir Nitro auf. Und wir sind in Position 1 von 4. Wartet mal, ich muss mal kurz in den
Rennen beenden. Nein, nein. Ach Mist, ich kann hier gar nicht und in die Option gehen. Blitzer-Blitzer-Warnung. Fuß vom Gas auf der Prenzlauer Allee. Dort stehen seit heute Morgen unauffällige schwarze Kästchen, die Schnappschüsse zu überhöhten Preisen schießen. Aha, Prenzlauer Allee. Also, aber ich weiß, ich habe jetzt gar nicht auf die Landschaft geachtet, wo ich hier überhaupt bin. Das sieht irgendwie nach Friedrichstraße hier aus. Ja, Friedrichstraße, U-Bahn-Eingang. Und jetzt unter den Linden. Genau, das passt soweit. Mich irritiert das extrem, dass wir hier keinen Sound haben. Sobald das Rennen abgeschlossen ist, werde ich mich mal darum kümmern. Kanzleramt, Reichstag, ja. Also das ist schon eine wesentlich bessere Gespräch, wesentlich bessere Karte. Ich sag mal, realismusgetreu als bei Autobahnraser 2, das ist Berlin. Aber irgendwie mich irritiert das, dass ich hier absolut kein Sound habe. Und vor allem ist die Nitro-Taste dann irgendwie diesmal eine ganz andere. Und dann muss ich dann nochmal in den Optionen gucken. Das ist ja jetzt gerade richtig Mist. Na gut, wir fahren hier erstmal zu Ende. Die Musik reicht euch ja, denke ich mal, auch. Aber trotzdem stinkt mich das gerade extremst an, dass wir hier keinen Sound haben. Dann muss ich dann... Ah, Checkpoint Charlie! Radio Swoosh FM presents Legions of Rock, heute live auf dem Museumsimpel. Hier vergeben wir jetzt... Und noch geschafft! Jeha! Call now! So, okay, dann, gucke ich jetzt erstmal, wie wir das hier machen. So, und zwar gehe ich jetzt erstmal, ach, haben die das dämlich gemacht, auf die Option Audio. Ah ja, Soundeffekte sind auch sehr runtergeschraubt. Kein Wunder, ich denke mal, so ist ganz gut.